bereit bist. Bereit sind wir jetzt schon wieder? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sind wieder keine Ruhrglatz. Ich weiß echt nicht, was... Naja, 70 FPS, geht schon klar. Ja, heißt ja nichts. 100. Alles gut. 100. Willkommen zu Gothic 2 übrigens. Ja, willkommen, willkommen? Ja. Ja, geht so. Nicht willkommen? Alter, neuer Tag, neue Beta-Position aus. Neue Beta-Position, alles geht, alles los. Geschicklichkeit, uff! Boah, krass, Mana. Ne, ich glaube, den gibt ja wirklich, wenn du Magier bist, immer nur Mana. Meinst du? Ein bisschen auffällig, ne, dass es immer nur Mana gab bisher. Das ist ganz geil. Finde ich gut. 1.45, nice. So ein Scheiß. Was denn? Das ist so viel Arsch, hier einen Punkt. Ja, wieso, auf Dauer? Irgendwann mal, ja, dann können wir dann 4 Uhr machen. Dann. Du hast bestimmt jetzt schon mittlerweile 5 Mana dazu bekommen. Oder 6, dann hättest du nur 35 bisher. Das stimmt allerdings. Also 3 haben wir auf jeden Fall dazu bekommen, das weiß ich. Überleg doch mal, bevor du redest. Vielleicht gibt es ja einen schönen Gürtel, der dir Mana bringt. Definitiv. Gibt's doch. Ja, oder? Aber ob du den bezahlen kannst. Ja, Gürtel gehen sind nicht so teuer, aber die bringen meistens nicht so viel. Man findet, aber das läppert sich. Man findet viele nice Gürtel. Ruckelt schon ein bisschen, oder? Im Miental findet man, glaube ich, viele Gürtel, oder? In den Kisten. Naja, im DLC-Gebiet, dachte ich eigentlich. Achso. Ja, das auch. Aber von da kommen die ja quasi. Die wurden ja bei dir von Piraten erfunden, Gürtel. Wurden von den Piraten erfunden, alles klar. Mhm. Wo ist das also? Huch. Zerstör es nicht. Würde ich nie tun. Nee, ist flüssig, aber sieht nur komisch aus. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Irgendwie sieht es dann tipptopp aus. Vielleicht. Was? Im Video sieht es dann tipptopp aus. Hoffentlich. Mal gucken. Was machst du da? Hör auf. Dreckst mich auch was. Das ist das Spiel. Was wollen wir ich jetzt? Ich darf skypen. Erstmal zu den Typen gehen, oder? Rechts? Nee. Ja. Unten? Nee. Mana, trinke. Rechts. Stab. Achso, ich hab Tränke gekauft. Lernen. Hm? Tränke lernen, dachte ich. Tränke lehren? Ach, lernen. Mhm. Ich. Es gibt hier den. Ultra verzaubert. Ultra? Wie war denn den hier? Der Feuermagier, wo wir dann. Nee, du wolltest den Mana-Bonus haben. Stimmt, was wird hier? Weil da rechts war. Der da. Der ist auch neu, oder? Der war für nicht da. Naja, doch hat man schon beim ersten Mal schon gesehen gehabt. 5 Schaden, 20 Mana-Bonus, benötigt Mana 20, 25. Die Katze. 850 Gelds. Der kostet 1000 Geld. Der ist neu hier. Aber der ist scheiße. Wie man sieht. 40 Stärke, 70 Schaden schon krass. Aber wir kaufen den. Aber mehr Mana ist doch geiler. Bam. Kein Geld mehr. Na naja, doch, nochmal. Und hier wäre noch ein Mana-Ring. 500? Ja. Nee, lohnt sich nicht. Also 5 Mana für 500. Ja, nee. Wenn man nicht. Später 1 Million das Geld hat, nicht. Dann ja. Feuerfall brauchen wir nicht mehr kaufen. Nee. Für mittlere Wunden heilen hast du ja noch als Spruchrolle. Ich lass das alles mal hier. Huch. Ich verkaufe mal die ganzen Waffen jetzt, ja. Voll. Wenn er kommt zu mir. Aber du stinkst das noch. Du stinkst nach Fisch, ey. Wie deine Mutter. Alter. So. Boah. Ja. Ich muss leider meinen Stab bereithalten noch. Also ich verkaufe mal die Dinger hier. Hering. Dieser scheiß Hering geht mir auf den Sack. Dann iss ihn, Alter. Ich ess ihn jetzt. Wolf. Fell behalten wir noch? Ja. Was ist denn hier? Besen weg damit. Den du vorhin geklaut hast. Einfach mal die eigenen Sachen verkaufen. Was ist das eigentlich? Ein Nachricht, Steckbrief? Weiß ich, Steckbrief, ich glaube, die kannst du verkaufen auch. Die sind auch geil. Krieg auch noch gut Mana dazu, von diesen Schriftarten hier. Ja, wenn du. Hier, Magie, Stein habe ich da Magie. Eigentlich könnten wir das auch mal in Angriff nehmen, Mann. Wenn wir in der Stadt sind, dann quatschen wir danach gleich mit Laris, die uns dann zur Pyramide bringt, wo wir dann die Schatz Sprache lernen können. So. Ah ja, ja, da kann man machen. Und jetzt wird noch Tränke lernen, ne? Mhm. Beide gleich, oder? Aua. Mal gucken. Entscheiden wir spontan. Das ist eine richtig kleine Bitch, ey. Hey, gestreichelt und kratzt dann. Die kratzt ja nicht wirklich, ne? Sie macht ja so. Sie krallt. Sie denkt sich so, oh, wie sie, beim Bumsen, wenn sie in die Bettlaken rein. In mein kuscheliges so. Fell krallt sie mich ein. Kann ich bei der. Ja, meins. Ja. So, ja, beide. Mann, ist definitiv beide. Bei der einen, oder was? Easy, Alter. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du gleich mal ein paar Tränke brauen. Ja. Oh, das wird schön. Was braucht man denn dafür? Jeweils ein Völknöterich. Das ist ja übel. Aber sowieso, die Mana-Tränke sind wesentlich wichtiger. Als die Heiltränke. Hm. Dann machen wir eine kleine Mau. Fuddelchen.
Womit denn? Wie, womit denn? Womit denn? Du hast keine Feldknöte, richtig mehr? Oder keine Feuernesseln mehr? Oder keine Flaschen mehr? Keine Flaschen oder mehr. Keine Laborflaschen mehr? Stimmt, dafür hast du die ganzen Stängel Sumpfkraut vorhin verschwendet. Der braucht eine Flasche? Ich wusste nicht, dass er eine Flasche braucht. Wusste ich auch nicht. Was braucht denn der? Ist der behindert? Geil. Ja, du brauchst dafür den Trank, den musst du ja einfüllen irgendwo, weißt du? Trank. Aber für den Stängel und Sumpfkraut auf jeden Fall. Das ist Papier und Kraut. Ja, für den Sumpfkraut auf jeden Fall. Das war ein bisschen assi. Ah, oh, scheiße. Okay. Das ist ja echt assi. Ne, du kleine Fischkatze. Behindert. So. Geh nochmal Mana lernen, ne? Ja. 10? Ne, 9 nur. 8 sogar noch. Brauchen wir gar nicht. Wir haben doch schon viel Mana durch den Stab. Hast du den angelegt? Nö, noch nicht. Sollst du mal machen. Ah, dann würde ich die aufheben für die Sprache lernen, weißt du, die Punkte. Bam. Und Mana. Guck mal, sieht sogar geil Mana, aus. Mana. Beruhig dich. Leg die Waffe weg. So. 61, heftig. Krass. Dann spare ich mir die Punkte für... Okay, was andere Dinge. So, auf zur Stadt. Ja. Willst du einen Trank der Geschwindigkeit benutzen? Nee, oder? Alter, jetzt benutzt den endlich mal. 5 Minuten hält er. Ganz oben, weiter oben, über dem Bier. Ich kann nicht lesen. Ach, dauert 5 Minuten. Aua. Bring Spiel auf was? Nee. Mit Akrobatik ist geil. Langsamer. Mit Akrobatik ist geil. 5 Minuten hält dieser Trank. 5 Minuten, müssen wir mal gucken. Das ist schon krass. Gucken wir mal so in etwa. Ich habe meine Stoppuhr mal in den Timer gesetzt. Ja, das ist schon heftig. Ja, und wann hast du die Dinger nur noch, weil du einfach keinen Bock mehr hast, umzulatschen? Kannst dir Dinger kaufen oder. Muss man mal über den Zuges gucken, was der noch so schönes hat. Ein paar Tränke. Ja, so crazy Sachen kauft der Typ am Hafen auch ganz gut. Konstantino. Krasser Feuermagier, was ist da los? Vor allem die Waffe, ey. Müsste da mal. Wie viel Schaden hat die? 70? Nee, das war die andere. Die hat 25 nur. Was? So wenig? Hm. Wasted. Naja, ist halt für Dings, ne? Fürs Mana, ja. 20 Mana dazu, schon cool. 20 Punkte auf jeden Fall gespart dadurch sozusagen. Ja. Können wir schon die Feuerfall schon mal öfter machen jetzt schon wieder. Musst du mal gucken, bei wem du den zweiten Kreis lernen kannst. Viermal mehr, ne? Was kannst du? Viermal mehr als Feuerzauber. Ja. Musst du mal gucken, wo du den zweiten Kreis lernen kannst. Kannst du theoretisch schon, musst du halt ein paar Lernpunkte ausgeben. Sagst du jetzt, wo wir aus dem Kloster rausgekommen sind? Ja, fällt mir gerade so auf. Ich denke mal bei dem Typen drinnen irgendwo, oder? Bei den ja. Runsteinen oder so. Ja, stimmt. Der Palan müsste es ja eigentlich sein. Das kann sein. Der hat ja gesagt, der kann mir die ersten bei wahrscheinlich 1 und 2 oder so. Palan? Der hat den Kontextmenü nicht mehr gehabt. Stimmt. Wenn wir einfach mal wieder da sind in den nächsten Tagen, müssen wir einfach mal gucken. Mhm. Oh hier, soll ich mal voll labern? Nee, ist noch an, darf nicht verschwinden. Ist egal, Alter, verschwindest du sowieso. Hey, ich renne jetzt hoch zu den Paladin-Spassen, ne? Und dauert eh gleich irgendwer wieder voll. Hey, du bist jetzt Feuermagier, ja, richtig andere, krasser Typ. Meine Meinung will ja hallo. Nee, stimmt, du konntest ja sowieso. Naja, weil ich Bürger bin, ja, aber oben nicht in die Haus. Der Kacke kann ich nicht. Los, Lothar. Affengesicht. Wie bringt uns denn Schleichen bei, ey? Scheiße. Diebesgilde. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Und ich. Ich bin ein Magier des Feuers. Ja, natürlich. Verzeih mir, Erwählter. Aber ich erfülle hier nur meine Pflicht. Auf dich zu entschuldigen, du Lappen. Du kriegst gleich einen Feuerball in die Fresse. Echt mal, den Feuerpfeil nur. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Lord Hagen. Hallo. Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Drachen! Aber es versammeln sich die ganzen. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden.
Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Enos aushändigen. Das Auge Enos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dem Auge Enos? Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Ach, doch, glaube ich schon. Das kannst du, denn du hast es. Trotzdem wollen sie dich aber alle töten. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. So ein kleines Holztor, weißt du? Du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Enos dich schützen. Bah, Kapitel 2. Recurrent Colony. Wir sind noch nicht fertig, Kollege. Nee. Was weißt du über das Auge Enos? Es ist ein göttliches Artefakt. Alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Ach, guck mal. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Enos es tragen kann. Ja, wer ist das wohl? Ich bin ein erwählter Enos. Dann wird es dir vielleicht möglich sein, das Amulett anzulegen. Ich will diese Statue klauen. Du wolltest jetzt doch mit der Dings sprechen, wie der Pyramide. Laris, ja, genau. Und der Trank ist wirklich abgelaufen nach 5 Minuten. Ist ja schade. Schweinerei. Kommen wir hier hoch? Kannst du durchaus, aber würde ich nichts stehlen jetzt unbedingt. Nichts stehlen? Warum bin ich hier? Versuch es. Natürlich. Lass mal speichern. Es gibt ja in diesem scheiß oberen Viertel so viele fucking Geheimnisse. Rechts, rechts. Wie viel Dietrich hast du eigentlich noch? What the fuck? What? Musst du nur rechts drücken? Ja, 50 Gold. Für einen Dietrich, ist okay. Ist okay. Wie viel Dietrich hast du eigentlich noch? 12 oder so. Das war auch 4 noch. Das Sache 11. 11. 11? Ich bin generell der Meinung, dass man das umbenennen sollte. 11 zu 12? Nee. Oh. Das ist der Typ mit dem Steuerbuch. Mit dem Steuerbuch. Oder was der? Da ist doch einer. Larius. Man sollte 11 zu 11 machen 11. und 12 zu 12. Ja, ganz nice. Jagd und Beute, immer diese scheiß leeren Bücher hier. Das ist ein Blutkelch. Wo? Ich hing fest. Oh, na, tipp ich Kante. Da. Das kann sein, dass da einer ist, ja. Blutkelch, da ist er. Da ist er. Naja, ich musste schleichen und dann nachts alles ausrauben. Alles ausrauben. Das war knapp, dass er dich nicht gesehen hat, wa? Ja, war ja im Nachbarraum. Der war ja... André, hier ist er, oder? Nee, André ist der Miliz-Typ. Der bringt mir wahrscheinlich auch nichts. Der bringt dir 2 Hand, glaube ich, bei. Ja, aber nur ich Paladin wahrscheinlich bin. Hey, du! Girion. Na klar. Kannst du mich treten? Wenn du etwas lernen willst, musst du dich schon an einen Lehrer... Ich bin ein Krieger. Auf zum Hafen wegen... Lars. Richtig. Genau. No. Ah, hier oben müssen wir auf jeden Fall noch alles ausräumen, das ist richtig geil. Später. Das ist richtig geil, ne? Wenn du die Armee des Todes hast, dann. Ich legst ein paar Skelettarmeen rein und die sollen alles machen. Nee, mit Schleichen meine ich. Ich überleg gerade, wie kommt man denn in die fucking Diebesgilde, ey? Einen Weg haben wir schon gemacht, den einen Typen verschont, den wir da beim Clown erwischt haben. Ja, der gehört dazu. Aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Wo finden wir den Schlüssel eigentlich für die Tür da unten? Den kriegen wir. Von? Weiß ich nicht. Uns spricht irgendwann irgendwo einer an und sagt so, hey. Meine Leute haben von dir gehört. Nimm das. Du wirst schon wissen, was zu tun ist. Und dann war's es. Warst du eigentlich schon auf dem Leuchtturm da oben gewesen? Rechts? Banditen? Vor ein paar Jahren, ja. Aber hier in dem Let's Play noch nicht. Der gehört Jack. Ich bräuchte. Oh, ist egal. Hey, hallo. Du. Da einer Sextant da oben noch. Mhm. Die hat nur Stärke, ne? Geschick.
Okay, lass uns. Der wollte eine Ablösung haben. Solange mich hier keiner ablöst. Ja. Oh fuck! Der Säufer hier? Ach, der ist ein Bürger. Vielleicht mit dem Typen oben sagen, ey, der braucht eine Ablösung. Den könnte man nehmen. Ich glaube, Kavalauna. Wo Vatras? Ist der? Ja, ich glaube, der weiß, wen ich nehmen soll. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, man muss Kavalon sagen. Doch. Kavalon sagen, ey, du. Der ist doch gerade zum Anfang. Ja, ja, aber der kommt dann nach, danach in die Stadt, glaube ich. Heftig. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Huch, voll Schuss. Da bist du ja wieder. Das ist noch viel schlimmer. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Wir können nur abwarten. Ein Wolfsfell, das ist gut. Gute Arbeit. Zu Keiler hat da gar nichts gesagt. Nee, war zu krass. Ich hab nicht gebrauchen. Guck mal, da oben hängt eine Blutfliege. Ich weiß, hab ich. Alter, da steht ein Snapper, Alter. Nice. Da hat ja ordentlich was, was stehen. Ja. Ja, er jagt nur nicht selber. Der wird ihm alles gebracht. Ja. Denkt alle erst krass. Ja, alle Leute, die Idioten sind. Hier gehen wir zu dem Konstantinos, der Alchemist. Wegen Tränke hier links. Verkauft ihr was? Klar. Extrem viel. Hey, du. Auf jeden Fall Flaschen. Reines Mana, oh. 1500. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das sind krassere, kannst du Elixiere lernen. Zur Anwendung des Wissens über Mana-Elixiere. Und Elixiere ist doch dauerhaft, glaube ich, ne? Mana-Elixiere sind die großen Dinger. Sicher? Kannst du mal gucken, im Inventar. Hast du ja einen. Ich kaufe das mal. Huch! Das hast du das Gletscher gekauft, die extrem teuer waren bestimmt. Nö, geht. Ja, verkaufst du ja, aber bestimmt so. Ja, halb so wild. So. Ne, dir, guck mal, jetzt hoch, bei einem Heilung. Hier, das ist Elixier der Heilung. Ah, okay. Das Elixier des Mahnes. Die kannst du dann lernen, siehst du? Krasser Shit. 1500 ist nicht über. 5 Flaschen, ey. Soll er sich mal von seiner komischen Werkbank da verpissen und dann. Machen wir das erste. Da hat er dann noch was zum Labern. Mit. Achso. Ich bin auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Achso, der lehrt dich Alchemie, ja. Habe ich. Und du lebst noch. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Ich denke, ich kann dir einige Rezepturen verraten. Es kommt natürlich darauf an. Welche Rezepturen kannst du. Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Elixier der Stärke. Das ist 20 Lebenspunkte, Alter! Lernpunkte, Lebenspunkte. Aber Elixier der Stärke ist dann dauerhaft, ne? Ja. Das sind die Stärketräger aus den Drachenwurzeln. Das ist schon geil. Aber 20 Punkte, heftig, Mann. Das lernen wir auf jeden Fall auch, oder? Ja. War ein Extrakt, weil du brauchst die anderen Nesseln und so musst du noch verarbeiten können. Da du schon eine Essenz der Magie herstellen kannst. Aber das Heilungsziel würde ich jetzt nicht lernen. Nee. Das ist zu schade. Die Lernpunkte dafür. So. Dafür wollen auch die Sprache lernen. So. Ja, richtig. Wo ist denn Kavanaugh, der dumme Affe? Ich spreche jetzt mal Vatras, aber ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Der hat ja nichts gesagt gehabt. Irgendwas war da. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarot. Oh. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Ein schöner Malerring oder so, wäre nicht schlecht. Klar. Oh. Ich mach's. Gut. Dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Achso, kriegst du für den Weg dahin, glaube ich. Eispfeil, Lichtzauber. Eispfeil. Eispfeil. Gib mir den Eispfeil. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zum Meister Iskarot. Okay. Schön. Alter. Spenden, heilen. Kraftsteiger. Dubbel. Ich könnte mal kurz überspringen, gucken, ob da irgendwas Neues rauskommt. Da, wir gehört alles dazu. Magische Magier. Oh, siehst du? Erzähl mir mehr. Ja, das kann man wirklich mal skippen, oder das ist einfach zu viel. Das ist mega krass. Scheiße. Wer ist denn diese fucking Vertretung? Beziehungsweise, wo ist. Ich glaube, das ist Kavalauner. Wo ist denn der Penner? Der Kneipe? Saufen? Kann sein. Hier ist gar keiner. Reden wir trotzdem mit dem. Ich glaube, der hat noch was. Der? Ja. Jeder, der Name hat, hat was für Mission. Ja, das stimmt schon. Ach nee, war haben wir Koregons Ring schon zurückgebracht? Ring? Ja. Koregon hat irgendwo einen Ring.
Und wie läuft das? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Ach, der hat den Ring doch von. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Ach, ist es der nicht, Valentino? Diebesgilde? Ja. Du bist bestohlen worden? Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder... Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann... Das geht jeden Tag so. Gut, war nicht so spannend. Wo ist Karl? Raucht der vielleicht? Das ist Bartok. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über... So, wir sind wieder über der Zeit. Schau wieder. Schau wieder. Das ist, was wieder, hey, ist der Dieb hier. Ein Garo. Na, geht's dir gut? Was willst du denn nach? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.